Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Rise. Jetzt benötigen wir noch. Hole ich erstmal unsere Lumber Eggs. Ne, die habe ich glaube ich hier herüben. Das Bone Meal braucht. Also die Knochen brauchen wir für Bone Meal. Wo haben wir die Axt? Hier. Jetzt müssen wir als nächstes. Rubber Trees finden, weil wir das Rubber brauchen für die Deep Storage Units, damit wir die Plastic Sheets bauen können. Na, ist auch bloß Oakwood. Ja. Maplewoods bin ich jetzt seit. Da stimmt wieder was mit den Chunks nicht. Irgendwo ist ein Kingslime. Da haben wir ihn. Sehr viele kleine. Machen wir die mal weg. Bringt zumindest ein paar EP, erstens XP-Punkte. Und ein gelbes Herz sogar. 14 Slime Balls kann man auch gebrauchen. Dann schauen wir mal weiter. Irgendwo wird schon Sumpf auftauchen, hoffe ich. Haben wir vielleicht schon irgendwo einen gefunden? Was ist das hier? Na, wird nicht angezeigt. Aber ich glaube, das hier drüben ist ein Sumpf. Oder auf jeden Fall das hier. Also müssen wir genau in die andere Richtung fliegen. Und dann gehen wir auch gleich nochmal ins Bett, damit es wieder Tag wird. Na komm schon. Jetzt hat. Ich muss dringend mal das Update machen, damit hier die ganzen Sachen rauskommen aus der Leiste. Und damit auch die ganzen Rezepte wieder funktionieren zum Anklicken. Weil momentan stürzt er ja andauernd ab, wenn man irgendwas anklickt, was ihm nicht ganz gefällt. Es ist immer schwierig, dass man das herauszufinden. Das ist jetzt halt ein Outback. Also einen kleinen Vorteil hat es schon, dass jetzt die Chunks neu generiert sind. Jetzt haben wir hier gleich eine Wüste. Das ist nicht schlecht. Also dass man in der Wüste kaum was sieht jetzt hat. Durch Sandstürme und so weiter. Haarpühe, Elefant, diese komischen Dinge da, wie heißen's? Oh, sowieso Okkulten. Na, sieht doch nicht so aus, als wäre hier irgendwo ein Sumpf. Da ist nochmal ein Meteorit. Aber den brauchen wir ja nicht mehr. Haben wir ja schon alles. Jetzt probieren wir noch was anderes. Vielleicht sind wir so an das Rubber gekommen. Oder vielleicht sogar gleich an die Plastiksheets, weil das passiert auch so öfteren. Da müssen wir aber mal kurz schauen, ob das auch gefördert wurde bei der Query. Weil wenn der diese komischen Haufen da immer abbaut, in dem all mögliches Zeug drin ist, dann ist da auch ziemlich oft das Plastiksheets mit drin gewesen, habe ich festgestellt. Ja, da sind wir wieder irgendwie über Wasteland.
Deep Ocean. Also ist das Öl oder was? Einfach bloß nicht geladen. Das müsste Öl sein. Das sind ja auch keine Pinewood. Hoffen wir mal, dass in der Farmwelt in unserer Quarry in irgendeiner von den Truhen Plastik drin ist. Weil hier dürfte ja auch nichts sein am Plastik. Da hätten wir Rubberbars. Noch mehr. Also das bekommt man immer aus diesen Haufen dann raus, dass die Rubberbars. Und damit könnten wir dann die Plastiksheets herstellen. Also momentan hätten wir genügend für drei Deepstore. Na, weniger. Ich glaube gerade mal für eine. Man braucht ja immer vier Plastik für ein Plastiksheet. Ich glaube aus einem von diesen Bars kriegt man dann ein Plastik raus. Jetzt habe ich gerade die ganz schlechte Befürchtung, dass die Haufen da entfernt wurden. Mit dem Update. Das wäre ja wieder echt toll. Gut, also so kriegen wir das schon mal nicht. Da müssen wir wirklich schauen, dass wir irgendwie Sumpf finden und dann Rubber Bäume, die wir dann bei uns anpflanzen können. Um daraus das Rubber zu gewinnen. Schmeißen wir mal kurz das da rein. Ja, wie ich gesagt habe, jeweils eins. Also brauchen wir schon mal 16 für eine Deep Storage Unit. Gar nicht. Haben sogar genügend für drei. Man kriegt ja immer gleich vier Sheets raus. Das ist praktisch. Nehmen wir da eine Chest mit, in die wir das Ganze reinschmeißen, was wir. Ja, da kann ich es ja wieder abbauen. Weil ich es nicht aufkriege. Hier schmeißen wir mal alles rein, was wir benötigen. So, 3, 4. Na, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Die 3. Da brauchen wir jeweils 4, also brauchen wir da auch nochmal. Zwei Stück. Zwei davon. Eines davon. Und zwei, glaube ich, vom Enderium Blend. Wenn mich alles täuscht. Ja. Das kann wieder hier rein. Kein, nicht das, sondern das hier. Das Shiny braucht man ja, um das Enderium Blend herzustellen. So. Und geht ja jetzt zum Glück um einiges schneller als vorher. Durch das Update, wo wir beim letzten Mal erstellt haben. Na komm schon. Na ja, gut, das war's dann wieder mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.